Hallo und herzlich willkommen hier, Wattenfolge hier, Evo in Thüringen, Version 3.001. Ich fahre jetzt auf Feld Nummer 37 und werde dort entsprechend die Unkrautbekämpfung vornehmen. Als vorbeugende Maßnahme. Es fängt schon überall zu wachsen, also werde ich jetzt mal ein bisschen was vorbereiten. Auf 13 haben wir gerade gesehen, da ist schon ein bisschen gewachsen. Also wird es auf unseren Feldern auch schon wachsen, mehr oder weniger. Also die Anfänge sind da. Das Ziegeln würde dann hier im Grunde wenig einbringen, weil Unkraut wächst bei Seasons ungleichmäßig. Nicht wie bei normalen Modus, dass ein Ritt durchgeht, ein Wachstum. Und wenn wir Glück haben bei der Karte, dass wir da entsprechend immer eine Wachstumsstufe reinbekommen. Ist ja meist nicht der Fall bei Unkraut, dann nochmal aufspritzen. Also bei Stufe 1 kann man ja Ziegeln. Könnte hier auch, aber ich weiß nicht genau, ob das dann auch vorbeugend gelten würde, ne? Ich weiß nicht, eine andere Phase immer gleich bei Gelegenheit mit zurücknehmen. Dann müsste ich mal sehen, dass wir einen zweiten Fahrzeug mit Pushen kriegen, ne? Und da was zu schaffen. So, wir löschen mal den alten Kurs. Kurs generieren, den speichern wir nicht. Vorgewende machen wir 2. Das sind Bäume. Ein Fahrzeug, Kursgenerierung. Ich muss das vorher anklicken, ne? Kursgenerierung. Bäume sind deswegen ungünstig, wenn der hier irgendwo gegen den Baum fährt, ne? Also schlecht. Das mögen die Spritzen nicht. Die Wiese und so ist gut, aber hier die Bäume da oben sind gefährlich. Einstellen. Dann wollte ich den Zeug fahren. Muss so gemacht werden. Das ist für den Fall des Falles, dass wir da mal Saatgut gebraucht hätten zum Nachfüllen. Ne? Fahrzeuge haben ein bisschen weniger Volumen, hatte ich hier gehabt. Und da habe ich aber vorgebeugt. Ne? Habe jetzt ein bisschen größere Geräte da mit mehr Volumen. Auch die Multifrucht können vor allen Dingen auch Mais, sonst hätten die Fahrzeuge kein Mais aussehen müssen. Da hätte ich eher vorgruppern müssen. Und das habe ich so vermieden. Ich werde mal das Rohr einfahren. Gerade gemacht. Und ein zweites Fahrzeug klar machen für Unkrautbekämpfung. Der Messer Ferguson ist ein Hof, den kann ich umrüsten auf Pflegebereifung. Und dann kann der auch entsprechend die Spur verklären. Die Fettmoro. Ja, 49 oder 48, ich glaube 49 war es gewesen. Was schon Wachstum durch ist, ne? Eigentlich reicht vollkommen aus, wenn er gefeimt ist. Das reicht aus. Denn sobald man spritzt und es wird dunkel, dann ist auch die Wirkung da. Und dann können wir auch im Nachhinein auch nochmal düngen. Dann brauchen wir nicht Wachstum warten. Aber Feld 10 ist ja schon gedüngt. Ja, den stelle ich hier im Silo mal ab, weil im Hof haben wir keinen Platz. Oder? Ach, hier vorne im Schuppen gleich rechts, da können wir es auch nicht stellen. Neben dem Schuppen. Ich muss ja immer so nach und nach mit einfach lassen, wo stelle ich alles hin. Platz ist da, mehr oder weniger, aber halt nicht viel. Bevor ich hier große Lagerhallen wieder aufbaue und riesige Areal nutze, flächenmäßig, will ich doch hier die ganzen Flächen, vorhandenen Flächen nutzen. Wenn Platz ist, ne? Natürlich sagen, wenn Platz ist. Und da könnte einer stehen. Und da. Aktuell wird noch Gras gemäht auf Feld Nummer 62 aus Watt und Krone. Da werden wir bald noch Ballen pressen.
Hat er den Kurs gespeichert? Ich glaube nicht. Das will ich noch machen. Das muss ich zuerst machen. Sonst vielleicht nächste Woche Ballenpresse. Ganz vorsichtig ausgedrückt, nächste Woche, also ein paar Tagen. Nächsten Aufnahmereihe, vermute ich mal ganz stark. Dann wäre das gut, wenn der Kurs gespeichert ist. Meine kriegt es auch hin, auch so. Aber den stellen wir erstmal hier rechts ab. Weil das andere würde ich immer erst erledigen, sonst das vergesse ich garantiert. Und der ist fast fertig. Das ist Feld 63, also Wiese 63. Nimm mal W. 63. Meters. Gras liegen und Quatsch. Gras und Spott. Da man nicht Bescheid weiß, beim nächsten Mal, ne? Speichern. Den fahren wir jetzt mal was beiseite. Und dann hole ich erstmal den anderen Fahrzeug. Anderes Fahrzeug. Dann können wir gleich Ballen pressen, ne? Noch nicht entlassen, Junge. Kostet Geld. kurz löschen. Naja, gut. Das wird, trifft keinen Arm, ne? Ich wünsche allen einen schönen Samstag übrigens, ne? Falls ich noch nicht gesagt habe. Meistens vergesse ich sowas ja. Ist aber keine Absicht. Bin dann da mit der Beziehung ein bisschen schusselig, ne? Also. Und so vielen Sachen im Kopf, in dem Augenblick ist das denke nicht dran. Ne? Aber es ist keine Absicht, wie gesagt, das ist das dürft ihr nicht so genau nehmen. Das kann auch mal sein, wenn man die Reihenfolge durcheinander bringe. Nur jetzt ist es so, dass ich genau sehen kann, dass Folge 6, 6 Tage, Samstag, das kriege ich noch eine Reihe. Obwohl um die Zeit auch schon schwierig ist, ne? Ja, halb eins der Nacht. Aber wie gesagt, ich möchte das heute erledigen. Das ist bei der Spätschicht ein bisschen blöd. Sonst muss ich ganz alles am Wochenende machen, um das. Da habe ich auch andere Aufgaben. Ey. Aber ich habe bei YouTube mal angefangen und da würde ich jetzt auch nicht deswegen jetzt auch nicht aufhören. Wegen naja, zeitlich ist das schon eng manchmal, ne? Aber wie gesagt, wenn ich das Freitagabend mache und Samstag, es würde reichen, aber dann ist mein Neffe ein bisschen enttäuscht. Ich habe extra einen Surfer angemietet, deswegen. So kann er. Weil er auch nur am Wochenende spielen kann, ne? Dass er darf. Und das wäre jetzt blöd. Früher konnte ich mal sagen, du, kein Internet, wir können nicht zusammen, ne? Auch zu Hause, wenn es Besuch war. Schwierig. Und geht glaube ich sogar, ich weiß auch nicht genau wo und wie. Weil du brauchst dann den Surfer. So, und ohne Online ist das schlecht. Kurzgenerierung, also nicht Kurzgenerierung, kopieren. Laden. Wiese 63. Da muss ich mal richtig durchgucken. Ja. Wie das schon durcheinander gebracht hat, also egal. Das ist im Grunde egal, hauptsächlich haben die ungefähr die
dass ich weiß, was ich gerade aufnehmen würde, ne? Gut, das läuft schon mal. Klappt. So, Gras feucht, okay. Es kann sein, dass das Gras mal trocken ist. Gras ist Gras. Ne? So. Das läuft. Erstmal. Dann können wir den zurückfahren. Was machen eigentlich unsere anderen Felder? Und zwar, ich habe ja hier nicht Elefantengras, aber ich habe Pferdegras. Ob das reif ist? Wachstum. Müsste reif sein. Ne? Gedüngt werden muss es nicht mehr, ne? Nee. Und die müssen auch nicht gedüngt werden. Ist auch ein Wachstum. Das stimmt sogar, ne? 12 ist dann auch fertig, wie ich so sehe. Dann bauen wir den mal zum Hof. Da wurde mal ganz stark, dass die Klee und Luzerne bald auch soweit ist. Aber wie gesagt, ich kann den schon mal hinfahren, ne? Im Prinzip kann man es machen. Ich meine, du kannst auch den Waldwasser hinten anhängen. Dann macht er das auch in einen Ritt, ne? Aber das dauert entsprechend lange, weil er irgendwie anhalten muss. Und so hast du ruckzuck fertig gemäht, ne? Nur mal abwägen, ne? Was man da besser machen kann. Wir fahren mal zu Klee und zur Luzernewiese da oben. Und oder Pferdegras. Aber wir mähen erstmal mähen, und dass wir pressen können. Und dann machen wir Pferdegras und dann mit dem Überladewagen, hab ja zwei da, fahren wir dann entsprechend zum Silo Hof 3, da ist noch ein Silo mitten drin. Den mal schauen, dass wir den kriegen. Mal schauen, dass er nicht backig ist, ne? Das ist ja leider auch ein Problem. Aber es ist eher ein Problem von LS, glaube ich. Das nicht so gut funktioniert. Beim Durchfahrsilo. So, dann sind wir da. Einmal Luzerne, einmal Klee. Ist mir auch nicht ganz schlüssig, ob das Unterschiede ausmacht beim für die Kühe zum Füttern oder ob das irgendwo futtermäßig was anderes bringen würde. So, dann vorbereitet, der macht die Runde und hier war dann noch ein Traktor, den wir nehmen wollten, den müssen wir umrüsten. Unkrautbekämpfung, das ist jetzt näher das A und O. Wenn das zu viel wird, ist das blöd. Ist das nun fächtchenweise? Na gut, dann hast du, kannst du mit leben, ne, mit Verlust, ne? Aber wie gesagt, das kannst du ja vorher nicht wissen. Nee, das ist stressig angesagt, ne? Also mit Donner sprechen. Herrlich, ne? Tank? Oder reicht noch. Oder wir fahren einfach am Weg vorbei. Wir fahren eher. So. Reparatur. Ja, bei 9% können wir es machen. Konfigurieren, Pflegebereifung. Und nochmal reparieren, ne? Ja, wie gesagt, der Traktor ist schon 57 Jahre alt, ist Tage alt. Wäre nicht geklappt, wenn man hinbekommen hätte, ne? Aber da gab es ein schönes Video bei
Fred Action, der hat seine Karte ja auch Umzug im Erz gezeigt, ne? Also von daher guckt man auch sehr gut nachvollziehen. Und kriegt man eigentlich hin, wenn man es mal zuhört. Das Gute beim Mikro ist ja, man kann ja mal Pause drücken, man kann Wiederholung machen, ne? Der Axion ist fertig wieder. Was macht der eigentlich, Axion? Weiß ich nicht genau jetzt. Sonnenblumen. Ah, auf Feld 12. Da fährt ein Axion. Ach, achso, ja, stimmt ja, das sind ja diese. Die neu gekauften Aktoren. Da wäre ich beinahe durchgebrettert hier. So, schau, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Tschüss.